Hallo, ich grüße dich. Ich bin Sissy Göttling. Es ist kein Zufall, dass du jetzt hier bist. Wir gehen heute gemeinsam in eine wunderbare Meditation mit einer Energieübertragung der Christusfrequenzen, dem Christuslicht. Erlaube dir einfach zu empfangen. Während du diese Meditation anhörst, fließt Energie in all deine Zellen, in alle Ebenen deines Seins, in alle Dimensionen deiner Existenz. Zuerst werden wir deine Aura und Chakren reinigen, deine Schwingung anheben, sodass du dann das Christuslicht aufnehmen kannst. Lass alle Erwartungen weg. Gib dich einfach hin. Lasse geschehen. Und sei im Vertrauen, dass alles zu dir kommt, was zu deinem höchsten göttlichen Wohle ist. Gönne dir diese Zeit für dich. Du empfängst ein Geschenk. Wenn du möchtest, stoppe das Video und lege dir deine persönliche Musik auf. Manche haben es lieber mit Musik, andere ohne und möchten nur in der Stille bleiben. Du kannst dir auch eine Kerze entzünden, dich hinlegen oder setzen, dich in eine warme Decke einhüllen und dich mitnehmen lassen auf diese Reise. Wenn du möchtest, schließe deine Augen, um noch mehr bei dir selbst anzukommen. Komme jetzt ganz in diesen Moment an. Erlaube dir, dich zu entspannen. Dein Körper wird ganz weich. Du beginnst, deinen Körper zu spüren. Du beginnst, dich selbst wieder zu spüren. Und anzunehmen, so wie du jetzt bist. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Und du bist bereits vollkommen. Du erinnerst dich, es gibt nur diesen Moment. Das Gestern ist vorbei. Das Morgen gibt es noch nicht. Nur diesen Moment mit dir selbst, du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Lasse deinen Atem ganz ruhig fließen. Es atmet dich. Du brauchst nichts zu tun. Lade jetzt deine persönlichen himmlischen Helfer ein. Und so beginnt jetzt die Christusenergie zu fließen. Du bist bereit, dich zu öffnen. Jetzt, in diesem Augenblick. Geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra. Unten
im Beckenbodenbereich, nimm liebevoll Platz und öffne dein Wurzelchakra. Es öffnet sich in Richtung Mutter Erde, weibliche Energie. Die Mutter, die dich trägt, hält und nährt. Du gehst eine liebevolle Verbindung mit Mutter Erde ein. Ein Lichtstrahl kommt aus deinem Wurzelchakra und geht über dein Erdsternchakra, das zwischen deinen Knien sitzt. Du kannst es wahrnehmen als einen Stern, wenn du möchtest, der leuchtet bis tief in Mutter Erde hinein, in ihr Herz. Ein wunderschöner Kristall in der Mitte von Mutter Erde. Dein Licht, das aus dir kommt, strömt durch dein Erdsternchakra in das Herz von Mutter Erde. Mutter Erde schickt dir jetzt reine, hochschwingende Erdenergie in deinen Körper. Kristallklare Energie. Kristallklares Licht. Das Licht ist voller Kraft. Und du wirst mit allen Ebenen deines Seins geerdet. Spüre, wie es dich an die Erde zieht. Entspanne dich. Die Erdenergie entspannt dich. Lass locker. Alles geschieht für dich. Du brauchst nichts zu tun. Geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Sakral- und Sexualchakra, ein Stückchen unterhalb deines Nabels. Öffne es nach vorne und nach hinten. Ja, du bist bereit, dich heute vollkommen dir selbst, dem Leben, der Christusenergie zu öffnen. Es genügt deine Absicht und es geschieht. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Solarplexus-Chakra, ein Stückchen oberhalb deines Nabels. Öffne es nach vorne und nach hinten. Wunderbar. Öffnung geschieht, wenn du es erlaubst.
Geh zu deinem Herzchakra. Öffne es nach vorne und nach hinten. Entspanne dich noch mehr. Erlaube dir, noch tiefer in dich selbst hineinzusinken. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Halschakra. Öffne es nach vorne und nach hinten. Und jetzt dein drittes Auge zwischen deinen Augenbrauen. Es öffnet sich nach vorne und nach hinten. Du öffnest dich in alle Richtungen. Geh zu deinem Kronenchakra oben am Kopf. Hier sitzt noch eine geschlossene weiße Lotusblüte. Sie darf sich jetzt öffnen, Blatt für Blatt. Eine weiße Lotusblüte öffnet sich, Blatt für Blatt. Zarte, weiche Blätter, bereit sich zu öffnen, der göttlichen Urquelle und dem Empfang des Christuslichtes. Du nimmst die göttliche Urquelle über dir wahr. Eine Kugel, die gefüllt ist mit heilendem, hochschwingendem Christuslicht. Aus dieser Quelle, aus der du entstammst, die reinste, allumfassende, bedingungslose Liebe ist, senkt sich jetzt ein Strahl herab, gefüllt mit Segen und Gnade, Erlösung. Dieser Strahl geht über dein Kronenchakra, durch deine Blüte, in deinen Kopf, berührt dein drittes Auge, fließt über dein Halschakra ins Herzchakra. Fließt weiter in dein Solarplexuschakra. Sakralchakra, Wurzelchakra, bis in das Herz von Mutter Erde.
dieser Lichtstrahl beginnt sich jetzt in dir zu drehen, wird zu einer lichtvollen Spirale. Wird größer, beginnt sich in deinem Körper auszudehnen. Und durch die Drehbewegung und die Ausdehnung wird alles Negative, Unangenehme, alles Verdrängte und Blockierte in dir aus deinem Energiefeld jetzt herausgedreht, transformiert, umgewandelt. Lass einfach geschehen, du brauchst nichts zu tun. So bitte ich Jesus Christus, die Christusenergie, das Energiefeld von allem Negativen, allen Blockaden jetzt zu erlösen. Die Spirale wird größer und größer, dreht sich über deinen Körper hinaus und berührt jetzt auch alle unsichtbaren Körper, dreht sich in deinen Ätherkörper, Schmerzkörper, Emotionalkörper, Mentalkörper und spirituellen Körper. All das, was für dich jetzt in diesem Moment gut und richtig ist, zu deinem höchsten göttlichen Wohle, wird gereinigt und erlöst. Deine Aura beginnt jetzt viel mehr zu strahlen, deine Chakren zu leuchten, nach vorne, nach hinten, in alle Richtungen. Energetische Mauern, die du einst aufgebaut hast, gegenüber der Liebe, dir selbst, der göttlichen Quelle und Mutter Erde, fallen, werden erlöst. Jesus Christus tritt jetzt ganz nah an dich heran, berührt dein Herz und schenkt dir Geborgenheit und Trost, Freude und Frieden.
all deine Zellen, all deine Körper werden aufgefüllt mit dem Licht der allumfassenden, bedingungslosen Liebe. Und zugleich fließt es über dich auch in Mutter Erde, dein Zuhause. Wenn du möchtest, bleib jetzt einfach noch in der Ruhe. Es kann sein, dass dir ein bisschen schwindelig geworden ist oder du Druck am Kopf gespürt hast. Alles ist gut. Es ist viel dadurch in Bewegung gekommen und wird auch noch nachwirken. Ja, die nächste Meditation ist dann für das Jahr 2019, wo wir gemeinsam das alte Jahr 2018 verabschieden. Wir richten uns in der nächsten Meditation, die auch Energieübertragung enthält, auf den Segen aus. Verbindung mit dem Regenbogenlicht von Herz zu Herz. Und schließen die Türe zur Vergangenheit, öffnen die Türe in das neue Jahr. Ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du meinen Beitrag, meine Meditation teilst und es auch anderen Menschen zuteil werden lässt, damit noch mehr Reinigung, Transformation geschehen darf und kann, damit dieses hohe Licht, dieses heilende Licht verbreitet werden kann. Ich danke dir. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.